Herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Ines. Ich möchte euch heute 4 Paletten vorstellen. Los geht's. Ich habe mir die Paletten bei Revolution Makeup bestellt. Das war zollfrei und hat nur wenig Versand gekostet, weil ich 3 Paletten, also eine Palette habe ich kostenlos bekommen und 2 Paletten habe ich erst jetzt bekommen, also die letzten 3 erst jetzt, und eine Disney-Palette habe ich einzeln bestellt, weil die anderen ausverkauft waren. Die habe ich schon länger und auch schon ausprobiert. Ich zeige euch erstmal das, was nicht mit Disney zu tun hat. Das ist die Roxy-Palette, Cozy Vibes. Das ist eine recht rosa angehauchte Palette mit diesen Tönen. Ich glaube, es sind 19, wenn ich schnell rechne. Ja, es müssten 19 sein. Die denken was, ja. Oder 18. 18 sind's. 18, genau. Sind diese Farben überwiegend rosa angehaucht. Mit Gold und ein paar sehr hellen Tönen. Gemischt, glitzerig, feinschimmend und matt. Ist gut, die Hälfte ist feinschimmerig, die andere Hälfte ist matt und 2 Glitzertopper sind drin. Dieser Glitzertopper und dieser Glitzertopper. Das Gold. Ich habe noch die Folie drauf, weil ich es noch nicht getestet habe. Und es sind ein paar Goldtöne drin, ein paar Brauntöne und überwiegend Rosatöne. Aber sie scheint gut pigmentiert, ich habe es noch nicht getestet. Ich habe ein paar Reviews so gesehen und es ist ein Spiegel im Deckel. Das ist die Cozy Vibes Palette von Roxy, von Revolution Makeup. Ich glaube, Roxy ist eine YouTuberin oder Bloggerin. Das ist eine Kooperation. Und das sind die 3 anderen Paletten, um die es geht. Die Disney Paletten von I Heart Revolution Makeup. Das ist die Cinderella, die hatte ich zuerst. Die Schöne und das Biest und die Küstenfrosch Palette. Die möchte ich euch jetzt von innen zeigen. Nochmal haben wir hier die Cinderella Palette, die so aussieht. Wo auch Disney oben drüber steht. Das ist eine 3er Disney Collection mit Highlightern und Highlightern und Lipglossen. Und die Palette sieht so aus. Die Blautöne habe ich schon probiert, habe ich auch schon getragen. Und die sind recht gut pigmentiert. Die anderen Töne habe ich geswatcht, aber davon habe ich leider kein Bild. Das sind Blushes auf der Seite und das sind Highlighter auf der Seite. Und hier haben wir viele blaue Lidschatten und auch andere Farben. Weil Cinderella ja eher blaue Kleider anhat. Das ist die eine Palette, die ich schon probiert habe.
Und gestern sind die anderen zwei gekommen. Mit der Roxy-Palette. Die Schöne und das Biest. Sieht so aus. Und so von innen. Die hat kein eindeutiges Farbschema, aber eher so rötliche Töne und rosa Töne. Peachfarben, Gold, auch dieses markante Blau. Auszeichnen tut die Palette eher dieses Rot. Hier unten. Und hier sind wieder Blushes und Highlighter. Die habe ich noch nicht getestet, da ist noch Folie dran. Das werde ich die nächsten Tage machen. Und von hinten sieht sie so aus. Schön, und das Biest steht natürlich auf Englisch drauf, weil es ein amerikanischer Shop ist. Und hier haben wir die Küstin Frosch Palette von Tiana. Die sie in grün gehalten, so wie der Frosch. Und auch innen sind eher dunkle Farben, weil die Prinzessin dunkelhäutig ist. Vor allem Grüntöne ziehen sich hier durch die Bank. Und sehr dunkle Blushes. Und auch die Highlighter sind sehr dunkel. Zum Beispiel das Blush werde ich nur mit einem locker gebinden. Bunden und Pinsel auftragen oder auch das. Sehr dunkel. Aber auch schön. Sie gefällt mir gut. Die möchte ich als nächstes ausprobieren. Und von hinten sieht sie so aus. Die Umkartons habe ich weggeschmissen. Ich kenne das von. Also, ich kenne das von Nina, das. Nina Cosmetics, dass sie die Umkartons immer aufhebt. Aber die Umkartons sehen genauso aus wie die Paletten. Nur, dass hinten was anderes draufsteht. Und, sie nehmen mir aber zu viel Platz weg. In meiner Kosmetiksammlung. Deswegen habe ich die Umkartons weggeschmissen. Außerdem habe ich sie beim Auspacken ein bisschen beschädigt und beschädigte Kartons hebe ich sowieso nicht auf. Das sind die vier Paletten, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Paletten, die drei Disney-Paletten, sind sehr begehrt, aber bei I Heart Revolution im Store solltet ihr sie noch bekommen. Zumindest die Cinderella-Palette hundertprozentig und die anderen zwei sollten restockt werden. Noch einmal, glaube ich. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob sie momentan verfügbar sind oder nicht, aber sollten verfügbar sein oder wieder verfügbar werden. Vielleicht haue ich euch die Links zu den Paletten unten in die Videobeschreibung, wenn ich Zeit habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Ciao. Eure Ines.
Bis zum nächsten Mal.